So, hallo, wir machen weiter. Hoffentlich bei Super Mario Maker 2. Ich habe gerade eine kleine Testaufnahme gemacht. Ich muss jetzt ja hin und her switchen, wenn ich Simulation, Quatsch, doch, I Wanna Stop the Simulation aufnehmen will. Nehme ich eine andere Aufnahmeeinstellung. Und da ist das Problem. Ach so, Moment, ich muss hier ganz kurz. Ich habe noch nicht meine. Genau, das ist nämlich das Problem. Ich habe noch nicht meine Stöpsel hier drin. Und da ist das Setup ja anders. Und dann muss ich auch die OBS-Einstellung umstellen. Und dadurch kann es dann immer passieren, dass ich plötzlich in der nächsten Aufnahme wieder asynchron bin. Ich habe es jetzt getestet, gerade eben. Am Anfang war es asynchron. Dann habe ich das Spiel neu gestartet. Mit den Einstellungen, mit denen ich sonst auch aufnehme. Dann war es synchron. Das heißt, ich muss hier ganz kurz, Sekunde, geht gleich los. So, jetzt haben wir es gleich. Eine Minute schon wieder verschwendet. Großartig. Und dann ist es so. Ja, also ganz kurzer Test. Wenn ich jetzt springe, sollte der Sound auch jetzt kommen. Wenn es das jetzt nicht gewesen ist, wird die Aufnahme asynchron sein, dann tut mir das leid. So, aber wir haben zwei Level vom lieben Aggressor, also nicht vom Aggressor, sondern die hat er empfohlen. Spooky Level, die ja zu Halloween passen. Das kann kein O sein, dann muss das eine Null sein. Sollte ich sie jetzt falsch abgeschrieben haben, wären sie auf Twitter. Ich hoffe aber, ich habe sie gleich richtig abgeschrieben. Ich muss auch kurz dazu sagen, es kann sein, dass ich mich jetzt komplett dumm anstelle. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe vielleicht ein bisschen viel Simulation vorher aufgenommen. Und das macht mein Kopf nicht mit. Aber wir kriegen das hin. Ich hoffe, eine halbe Stunde sollte der Kopf noch mitspielen. Treetop Terror. 14,72, das klingt doch ganz nett. It's a tree, Luigi. You shouldn't be scared of it. Na gut. Happy Halloween, sage ich an der Stelle mal. Happy Halloween. Da war erst, aber der Part kommt wahrscheinlich am 1. November. Naja, das würde ja passen. So. Aber ich meine, was kann bei Mario denn schon spooky sein, ne? Wir haben nur noch nie Parts gehabt, wo wir uns irgendwie erschrecken oder so. Aha. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wenn ich da drüber laufe und in die Nähe komme, dass dann hier die Dinger umschwitschen. Das ist nicht passiert. Das wird aber noch passieren. Oder das kommt später. Also irgendwas mit den Schaltern wird. Ah. Irgendwie Quatsch gemacht. Mir fehlt ein Schlüssel. Ich kann. Ach, hier kann ich ja rein. Guten Morgen. It's just a tree. Nothing too scary. Okay. Was? Ach so. Jetzt die falsche Richtung. Kanone. Ah, die schießt immer andersrum. Und jetzt? Wow, ah, hi. Jetzt ist da eine P-Switch-Tür. Lass mich in Ruhe. Ah.
Okay, jetzt nehme ich den mit. Ach, und jetzt kann ich hier rein. Ich muss da oben hin. Wie soll ich mit einer Bombe... Was? Oh nein! Ich hab's geahnt. Na, was heißt geahnt? Ich hab's gesehen, dass das passiert. Okay, also... Aber so weit schien der Anfang ja dann richtig zu sein. Da hinten kann ich also noch überhaupt nichts machen. Also gut. Dann haben wir überhaupt nicht viel verpasst. Dann haben wir ja überhaupt nicht viel verpasst. So. Also ich meinte damit, wir haben nicht viel nachzuholen. So, hier geht's dann dahin. Ach so, das muss der mitnehmen. Na komm her. Jetzt ergibt das alles viel mehr Sinn. So. Was ist da drüben los? So, aber was soll ich hier mit den Bomben? Ach nee, jetzt habe ich's verstanden. Flieg! Falsche Richtung. Flieg! Und dann ist sie kaputt. Ah, das ist ja super cool. Und dann habe ich auch den Schlüssel. Gut, die Münze interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich. Okay, jetzt habe ich den Schlüssel für da hinten. An sich kann sich an dem Weg jetzt noch nichts geändert haben. Also eigentlich müsste ich hier einfach rüber können. Aber wie gesagt, sobald hier mit einem Switch irgendwas passiert, wird das hier anders laufen. So, jetzt kann ich hier in die Tür. Genau. Und da muss jetzt eigentlich mit Mon-Off was passieren, der mich dann wieder zurückführt. Langsam laufen. Da ist er. Ja, jetzt ist schon mal der Lichtkreis kleiner geworden. Und jetzt passieren durch den und auf Dinge. Ja, genau. Aha. Das ist ja nett gewesen. Ach du Schande. Gut, aber dann wissen wir jetzt wieder, wie den Anfang können wir einfach durchrennen. Das ist alles irre. Aber das heißt, ich muss dann... Ach du grüne Neune. Ah, das ist ja nett. Okay. Ich dachte erst, es werden nur Effekte sein, aber es ist ja wirklich gemein. Ja. Jetzt kommen hier nämlich die 3 Millionen Sägen. Und jetzt geht's hier in die Röhre. Ja, okay, so schlimm war es jetzt auch nicht. It's just a tree. Okay. Cool. Also einmal weiß man es halt nicht, aber wenn man es dann weiß, geht die Geschichte klar. Gut. Aber insgesamt ein ganz lustiges Level. Ja. 1,11. Wir waren 2,56, also 1,11. Ich war jetzt ja schon relativ schnell bis auf den Schluss. 1,11 ist, glaube ich, schon ziemlich krass. Sollen wir es mal kurz probieren?
Einmal probiere ich es aus. Aber ich glaube nicht, dass ich da was reißen kann. Ich glaube es nicht. Aber mal gucken. Nein, du musst mich hier hochziehen. Stupido. Na, das wird länger als eine Minute dauern, was ich hier treibe. Hier rüber, hier rüber. Nice. Das hat schon mal funktioniert. Schnell, 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 schnell. So. Raus da. Jetzt geht es ja eigentlich wirklich nur noch schnell nach hinten und dann wieder schnell nach vorne. Na, eigentlich sind wir schon recht flott, oder? Ich weiß es nicht. Nein! Ich... Mist. Okay, egal. Ich dachte, ich komme schnell rüber. Egal. Egal. Ist okay. So. Merke übrigens, Kopfschmerz bezieht sich eher darauf, wenn ich auf den Bildschirm gucke vom Computer. Weniger auf den Bildschirm vom Fernseher. Auch interessant. Also im Moment geht's. Es sind irgendwie keine allgemeinen Kopf. Ich weiß nicht, was das bei mir immer ist. Meine Augen. Ich streng meine Augen einfach zu sehr an. Ich brauche ja auch Augentropfen ständig, aber das ist jetzt alles... Hat jetzt hier nichts verloren. So, 1,49 Weltrekord dauert also ein bisschen länger. The Sunless Caverns are abundant, but you are not alone. Play with sound. Hier, also, aber wenn ich jetzt hier mir die Abschlussrate anschaue, geht es da wirklich eher darum, dass es Effekte sein werden und wahrscheinlich nicht, dass es schwierig ist. Okay, let's go. Abundant Abyss. Happy Halloween. Autoscrolling-Thema. Das war ein schnelles Autoscroll. das war knapp. Viel zu knapp. Okay. Ja gut, also man kann schon hier sterben. Ich lasse die Münze Münze sein. Ja. Hallo. Die kommen doch jetzt alle, die sind doch alle so gepolt. Ja, natürlich sind die so gepolt. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, ich hasse Blooper. Nein, lass mich in Ruhe. Hilfe. Ich krieg einen Checkpoint. Das ist auch in Ordnung. Muss kein Pilz sein, aber... Och, ich krieg auch einen Checkpoint und einen Pilz. Alles ist da. Alles, alles, was ich haben möchte, ist hier. Sehr schön. Hi. Wie hoch kann ich gehen? Sehr hoch. Okay. Wie hoch kann ich gehen? Spiel, ja. Memes, die nur in Kommentaren funktionieren, sind ausgesprochen echt dämlich. So. Wow. Aber vielleicht hat ja jemand das Meme erkannt. Nein. Lass mich in Ruhe. Keine Schwäche zeigen. Da unten ist bestimmt ein Pilz drin. Oh, nein. Wo muss ich... Hä? Wo muss ich hin? Ich komme hier überhaupt nicht. Hä? Ach, hier. Ah. Aber jetzt hole ich mir erst hier... God dang it. Jetzt hole ich mir erst hier einen Pilz raus, wenn hier einer drin ist. Nice. Aber da geht die... Nein! Nicht aus dem Bild. Du wirst aus dem Bild... Nein! Oh, doch. Okay, alles gut. Ich habe ihn. Das ist gut. So. Mehr brauchen wir nicht. Ach, du Schande. Aber jetzt ist kein Scrolling mehr. Also jetzt mache ich selber das Scrolling. Ah, gib mir das. Gib mir das. Du hast einen Schlüssel, Kollege. Du hast einen Schlüssel. Sage ich ja. So. Dann gehen wir damit jetzt hier rein.
Und dann ist alles cool. Ich könnte noch einen Stern mitnehmen, aber ich glaube, den brauchen wir nicht. Ist das alles hier nichts? Das ist alles hier nichts. Okay. Ja, wenn das alles nichts ist, gehen wir einfach wieder in die Röhre. Ja, oder auch nicht. Stimme weg. Ja, Mensch, das war interessant. So, sehr schön. Auch ein schönes Level. Würde ich fast sagen, das erste war ein bisschen mehr spooky. Wobei, na, das hier hatte mehr so diesen Verfolger-Flair. Aber beides schon ganz nett. Gut, vielen Dank für die Empfehlung. Hat ja zum Thema gepasst. 16 Minuten. Dann fangen wir an. Ich habe ja komplett vergessen, dass ich mir die Baumeister angucken wollte. Ne, in den letzten Parts, ich so, ja, es gibt keinen Plan, bla bla. Und erstens hat der Aggressor die Links schon eher gepostet, aber jetzt haben sie sowieso besser gepasst. Von daher gut, dass ich es vergessen hatte. und die Baumeister habe ich ja auch, wollte ich mir ja auch mal angucken. Was ich mittlerweile rausgefunden habe, ist, dass ich doof bin. Brauchen wir ja gar nicht drüber reden, ne? Ist da auch so. Aber das steht anscheinend gar nicht für Länder. Also ich weiß nicht, wofür EU. Steht EU jetzt für... Vielleicht steht es schon für US und EU und Europa und Amerika und JP für Japan. Würde Sinn ergeben. Aber NM steht jedenfalls nicht für ein Land, sondern das steht für Nintendo irgendwas Minute. Das ist irgendeine Serie auf YouTube oder so ein Kanal auf YouTube. Nintendo Minute. Ich habe keine Ahnung, wie genau die heißen. Und die haben diese Level erstellt. Also das ist nicht aufs Land bezogen, aber ich meine bei JP, US, EU, da denke ich schon irgendwie halt an Japan und nicht an... Na guck mal, es sind ja auch japanische Länder. Also ich glaube da schon, ich glaube NM ist einfach ein Spezialfall. Ansonsten sind das schon Länder. Und AU ist dann Australien, oder was? Dann wäre... Ja, welcher Kontinent ist denn dann nicht vertreten? Afrika. Afrika, where are you at? Afrika ist NM. Nein, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, die gucken wir uns dann auch noch an. Jetzt guck mal ganz kurz, ob hier was Neues passiert ist. Will ja euch nicht vernachlässigen, wenn ihr schon was baut. So. Ich sehe auf jeden Fall Alina-Level. Oh, guck mal. Das passt ja perfekt. Das passt ja perfekt. Das passt ja perfekt. Das machen wir jetzt auf jeden Fall in dem Part noch gleich. Jetzt gehen wir also erstmal durch, was hier alles los ist. Okay, da haben wir zuletzt gespielt. Das kennen wir. Frank88 hat mal wieder was hochgeladen. Ich weiß gerade nicht. Wahrscheinlich war das ein guter Ersteller, aber ich kenne ihn gerade nicht. Dann hat Alina Poisonous Mancha Forest. Wir werden auf jeden Fall die Dark Plattform jetzt noch spielen, dass wir hier wieder ein Halloween. Dann ist das hier der Halloween-Part. Passt gerade ja super. Und Conan's Custom Campaign 1 von 3, 2 von 3, 3 von. Chosen, ich hab Angst. Was hast du getan? Ich weiß nicht, ob ich das will. Frank hat wieder was gebaut. Sky High Bounce, keine Ahnung. Und Deloney hat In the Woods nochmal von Alina. Okay. Dann wird es ein bisschen dauern, bis wir zu den offiziellen Baumeistern kommen. Aber ich habe die im Hinterkopf. Die werden wir uns irgendwann noch angucken. Jetzt erstmal Dark Platformer. Kann man in 20 Sekunden schaffen. Run and jump, enjoy the atmosphere. Genau dafür ist es da. Let's go. Entschuldigung. Meine Stimme. Versagt ein wenig, aber das ist okay. Bin halt zu blöd zum Springen. Ich versuche gerade das Lied zu erkennen. Ich habe mich ja mit Mockingbird schon blamiert. Das war übrigens, hatte mit Hunger Games nichts zu tun. Mockingbird war ein Lied von Eminem. Ups. I failed.
was ich noch nicht kenne. Da muss ich stoppen. Da kann ich rennen. Wow. Okay. Nice. Ah, ich habe das Lied nicht gekannt. Ich habe leider nicht... Und es gibt rote Münzen. Wait, ich habe keine roten Münzen gesehen. Wo gibt es rote Münzen? Wo gibt es rote Münzen? Weil wir haben Zeit, es ist kein 20-Sekunden-Dings. Man kann sich umgucken. Oh, ja, wait. So gut kann ich mir auch nicht umgucken, wenn das Ding abhaut. Aber es gibt rote Münzen. Wo gibt es rote Münzen? Also ja, gut, das Lied hört natürlich auf. Wenn ich mich nicht bewege. Aber ich muss mich umgucken. I'm sorry. Hier ist auch nichts. Reicht der... Ah! Da oben ist aber auch nichts. Oh, oh, ja, jetzt habe ich es verhauen. Aber wo gibt es rote Münzen? Bis hier hinten habe ich keine gesehen. Es müsste zwei rote Münzen geben. Oder sind die... Musste sie die irgendwo setzen, damit es einen Sound gibt? Damit ein spezieller... Oh, Hatte nicht vor, hier drin zu landen, aber auch interessant. Nun, musste sie die setzen, damit es irgendwo einen speziellen Sound gibt? Und die sind gar nicht zum Einsammeln gedacht? Jetzt lasse ich mich hier von der Anzeige nämlich verwirren, wahrscheinlich am Ende. Aber ich kann hier nicht... Ich kann hier auch nirgendwo stoppen. Ich hab einen Gedanken. Lass mich mal in den Dings reingucken. Ja, ja, ich wusste, ja, sie hat die roten Münzen gebraucht für das Thumbnail. Ich hab den Fall gelöst. Die roten Münzen sind für das Thumbnail und nicht zum Einsammeln. Die sind hinten über dem Ding, über dem Ziel, aber die kann man nicht einsammeln. Die sind nur für das Thumbnail da, damit man hier diese roten leuchtenden Augen hatte. Voll gut. Voll gut. Hat mich jetzt allerdings kurz verwirrt, weil ich dachte, ich kann jetzt rote Münzen sammeln. Okay. Sehr schön. So ein bisschen würde der Mancher Frost ja auch noch passen, wenn er schnell geht und der scheint... Oh, na, wobei 6,66%. Mal gucken. Aber den nehmen wir noch rein. Den nehmen wir noch rein. Wir haben gerade mal 23 Minuten. Wobei, dann ist der Part eigentlich... Wäre es gut, der Part ist ein bisschen kürzer. Ich muss den ja noch hochladen. Und ich habe es ja schon in Simulation gesagt, dass ich ein bisschen knapp jetzt immer bin, was gerade Hochladen angeht. Weil es ja ewig dauert, bis ich hochgeladen habe, mein Zeug. Mit dem Internet hier. Und wenn ich da halt wirklich immer so knapp drauf bin gerade, hier kommt bestimmt... Ja, wait, wie kriege ich das jetzt auf? Ich kann ja nicht rollen, na, das ist ja nicht das Rolldings. Ich dachte jetzt, hier ist... wie mache ich das auf? Da kommt bestimmt ein Pau raus. Aber wie komme ich da ran? Oh. Ja, wait. Das hat jetzt die anderen aber ja wahrscheinlich nicht gekillt, ne? Und der kommt ja auch nicht wieder. Hä?
kommst du her? Warum warst du gerade eben nicht da? Hab ich denn irgendwie... Was habe ich mit dem Koopa gemacht, dass er keinen Bock hatte aufzutauchen? Und jetzt kommt hier, wie ich es sagte, jetzt kommt hier ein Pau raus. Aber wieso war der gerade nicht da? Es ist Halloween, es ist mysteriös. Oh, Schande. Ich hol mir einen neuen Pau. Nachdem ich die jetzt gesehen habe, müssten die ja auf ihn reagieren, ne? Ah! Ich bin doof. Ich bin doof. So, aber dann heißt das, wir brauchen den Pau hier oben dann doch nicht, oder wie? Oder löst der Pau irgendwie den Koopa aus? Was irgendwie komisch wäre. Da ist er! Hä, was habe ich denn gemacht, dass der weg war vorhin? Ich gette es nicht. Was habe ich getan? Wie habe ich dafür gesorgt, dass der nicht aufgetaucht ist? Ich meine, es gibt hier keine Sprite Limitations oder sowas. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Na gut. So, mit bisschen Glück killst du oben einen. Ja, das reicht aber aus. So, wenn ich in der Mitte stehe, passiert mir auch nichts. Und ich kann hier einfach runter. Ach, du grüne Neune. Ist das mein Ernst? Ich meine, da kann ich doch von... bis fast ganz nach oben mit einem... Wow. Skill ist mein zweiter Vorname. Hätte nicht gedacht, dass die Sprünge so knapp sind. Interessant. Hätte ich nicht... kann ich den nehmen? Nee, ich lasse den einfach liegen. So, oh, oh, oh mein Gott. Das war ja spooky. Ah, das ist... Ich weiß nicht, wo ich... Okay. Ich hoffe, ich brauche den nicht noch. Ah. Ich dachte, das Ding ist zu hoch. Das ist auch nochmal ein spooky Level. Es passt eigentlich in den Part, ne? Es passt wirklich... Ah, nice. Sehr schön. Ja, es passt nochmal in den Part. Ich habe mich ein paar Mal erschrocken. Das ist ganz gut. Schön. Schönes Spooky Level. So, unbeabsichtigtes Spooky Level. Aber wo das Ding runtergefahren ist und so fast in die Suppe rein, habe ich schon gedacht. Okay, sehr schön. Gut, Frank lassen wir erstmal, der guckt mich ja eh nicht. Also den kann ich spielen, wenn ich Lust habe. Ich will erstmal die spielen, die mich gucken. Insofern. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht Frank mit irgendjemandem verwechselt. Frank habe ich, glaube ich, selber mal gefunden, ne? Über beliebt oder über vielversprechend und so. Dann fand ich den gut, weil er gute Sachen gebaut hat. Werden wir auf jeden Fall spielen irgendwann, denke ich mal. Ich habe ja auch den einen Typ da unten ausgelassen. Diesen, genau, Infecto. Das ist ja der Spanier. Von dem muss ich noch ein paar andere Level spielen. Aber das machen wir bei Gelegenheit. Im nächsten Part werde ich mir dann erstmal hier... wo ist es denn jetzt? Da. Collins Custom Campaign angucken. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Das ist von Chosen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war synchron. Ich teste es kurz. Aber wenn es nicht synchron war, ich kann es jetzt im Nachhinein leider nicht mehr ändern. Und tschüss.